Ich fahre auch meine Runde so. Also die erste Runde nicht, aber die zweite fahre ich dann mal so. Wobei dann halt die, sag ich mal, die zweite Runde, wo dann zählt. Wow! Hallo! Das war ein bisschen zu schnell schon. Aber was das geil ist, ich bin ganz vorne. Ich bin der Erste. Das heißt, von vorne kann mich keiner stören, außer einer kommt von hinten an. Und die fahre ich gerade voll komisch. Ich bin jetzt so schön... Ich bin so schön gefahren! Nein! Nicht kaputt machen! Ich glaube, ich brauche einen vor mir. Alles noch ganz. War nur ein Holzschild. Oder Plastik. Ist vielleicht nicht so hart wie Holz. So, hier, da. Guck mal, da hinten kommt wieder der Rote. Ist das ein spezielles Auto? Oder einer, der Jagd auf mich macht? Oder eigentlich... Ah, vielleicht muss ich vor ihm sein, damit sein Team auf mich aufmerksam wird. Das könnte natürlich sein. Scheißegal, wer alles vor mir ist. Hauptsache, der Rote ist nicht vor mir. Das könnte natürlich sein. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst oder wenn ich jetzt was Falsches sage oder nicht. Ich nehme das jetzt mal so an, dass es so sein kann, dass wenn... der nicht vor mir ist, dass ich eine weitere Einladung bekomme und wenn er vor mir ist, dann bekomme ich vielleicht keine. Außer es gibt mehrere, aber bis jetzt habe ich eigentlich nur einen gesehen, soweit ich das weiß. So, jetzt Fuzzi, aufgepasst. Es geht los. Ein bisschen bremsen, ein bisschen mehr bremsen. Ganz sanft einmal in den Sand hinein. Ich will wieder ans Meer, an den Strand, vermisst den Sand in meiner Hand. Was geht jetzt ab? Leute, Rhymes hier. Ich glaube, mein Verstand spielt verrückt. Ja, das hat sich jetzt nicht mehr gereimt. Aber Verstand auf Sand und Hand und Strand. Ne, 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 ne? Irgendwas ist gerade komisch in meinem Kopf. Schlagt mich bitte nicht mit einem Topf. Fange ich jetzt an, hier rumzureimen in Rennspielen? Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssen wir noch eine Runde fahren? Dann kann ich auch so fahren. Ja, ich soll nicht normal weiterfahren. Aber der Achter vorne, der haltet sich recht gut. Oder ich halte mich recht gut. Je nachdem. Oh, guck mal, der Rote, der holt auf. Kann das sein, dass er ein bisschen schwieriger ist? So, was ist das? Okay, so eine alte, also von den Aerial Atom, Back Mono, das, die alte Variante. Was war das? Der Caterham oder so? Hört sich auch ein bisschen so nach England an, finde ich. Das heißt, es ist seine Heimstrecke, Heimvorteil. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich ein englisches Auto ist. Wird doch so vom Style her passen. Finde ich so. Oh. Er ist gerade in die Box reingegangen, weil plötzlich wieder ein Weißer vor mir ist. So, jetzt gilt es wieder. Aufgepasst. Alter, also, wie man hier jetzt sieht, wenn ich da jetzt zwei Runden fahre, also einmal die Einfahrrunde aus der Box raus, dann die Runde, wo jetzt nicht gezählt hat. Wir sind schon bei 4 Minuten von 10, also schon fast die Hälfte weg. Wenn ich die Runde jetzt verkacke oder wieder auf Track gehe, dann wird es mit der Zeit schon so ein bisschen knapp. Aber ja, 5 Runden oder 5, 6 Runden wird man da in der Zeit wohl schon schaffen. Und ich denke mal, wenn ich jetzt mit den Strecken groß kein Problem habe oder wenn ich hier wieder wegrutsche, Alter, dann, ja... Dann sollte ich vielleicht die Zeit mal langsam hochstellen. Mein Hochstellen kann ich ja immer. Das heißt ja nicht, dass ich die Zeit immer komplett aufbrauchen muss. Aber dann wird halt, glaube ich, auch das Schlussrennen auch ein bisschen länger. Meine ich zumindest mal. Denke ich schon. Oder kann ich das... Nee, das kann ich nicht extra einstellen. Also im Practice bin ich so toll gefahren...
ohne Probleme nie rausgeflogen. Und jetzt, was ich halt mies finde, ist, gerade wie gerade eben, das war jetzt ja, ich habe jetzt nicht mal irgendwie eine Abkürzung gemacht oder so, dass es dann trotzdem als Off-Track zählt. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo abkürzen würde, verstehe ich es ja, aber wenn ich jetzt hier links rausfliege, dann tue ich ja nicht meine Zeiten dadurch verbessern. Das finde ich leider ein bisschen schade, dass es da einfach sagt, so ja, bist aus der Strecke rausgeflogen, die Zeit zählt nicht. Wenn ich jetzt innen irgendwo durchfahre in der Kurve und dadurch den Weg verkürze, meine Zeit verbessere, dann verstehe ich es ja, aber wenn ich hier, so wie jetzt, das ist ja keine Zeitverbesserung, ich habe mich ja verschlechtert. Das finde ich ein bisschen schade. Weil dadurch macht es halt das Ganze auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger, überhaupt eine Rundenzeit aufstellen zu können. Also langsam sollte ich auch mich ranhalten. Also mit, also die Runde abgezogen, ich denke, schaffe ich vielleicht nur noch 2 Runden. Im Tank, ja okay, im Tank ist noch genug. Da wollen wir keine Sorgen machen und wenn, dann kann ich auch kurz in die Box. Aber wenn ich in die Box gehe, muss ich halt nochmal eine Runde fahren. Kann ich nicht bei der Box auf der anderen Seite rauskommen? Und dann direkt die Runde so starten? Wäre doch auch eine Idee. Muss mal hier zum Chef gehen. Und fragen, ob das auch geht. So, hinter mir. Ein bisschen weiter hinten. Aber der ist mir sehr schnell egal, weil jetzt sollte ich mich langsam mal zusammenreißen. Sonst starte ich auf Platz 30 oder vielleicht gar nicht. Weiß es nicht. Letztes Mal waren ja im Rennen auch nur 18 Leute. Im Qualifying 30, hier jetzt auch wieder 30. So, Achtung hier. Alter, diese Schläge immer. So, die Kurve war ein bisschen schlecht. Habe ich schon mal besser gesehen. Aber solange ich hier nicht rausfliege in die Kurven, ist es mir egal, weil so langsam, ja ehrlich. Was sind so die Rundenzeiten hier? Ich habe es noch nie auf die Zeiten groß geachtet. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, wenn die Runde jetzt zählt, ob ich jetzt die Runde davor oder zwei Runden davor besser oder schlechter war. Wird halt nur interessieren. Na hier, 2:27 steht hier. Oben in Rot. Aber ich glaube wohl der Platz 29, oder? Denke ich jetzt mal. Aber mit 2 Minuten kann man rechnen. Wenn man hier sieht, 2 Minuten habe ich noch, dann werde ich... Oh, scheiße. Dann ist das so gesagt meine letzte Runde. Weil ich eine weitere Runde vielleicht nicht mehr vollenden kann. Obwohl... Ja, aber wir sind noch nicht im Ziel und die Zeit läuft und läuft. Könnte knapp werden. Aber komm, eigentlich sind wir doch gleich da. Deshalb lieber nicht ganz so schnell hier rein. Nichts riskieren, jetzt Reifenblatt so, zack, off track in die Wiese rein, oder? Ne, guck, eine Runde könnte man noch schaffen. Platz 18! Wollte mich ver... Nein, und off track! Na, super. Wollt ihr mich ernsthaft verarschen? War das so schlecht? Die Bremszettel, Sattel, Dinger, Blöcke passen nicht zu der Farbe vom Auto. Oh Mann. Platz 19 auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich da überhaupt mitfahren? Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, das sind 3 Sekunden. 3 Sekunden auf den ersten, oder? Gell? Ja, das ist hier alles ganz knapp. Aber hier, weiter zum Rennen. Doch, ich kann mitfahren. Wie viel fahren da jetzt mit, Alter? Letztes Mal war es nur 18, aber es war halt auch eine kleine Strecke. Ah, guck mal, wie weit hinten. Aber lauter Porsche hier. So, zack, 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 alle überholen. Wie viele Runden? 3. So, was geht hier ab? Ein paar fahren außen. Draußen. Alter, was für ein Gedrängel. Lass mich vorbei. 2 Kurven?
6 Positionen. So kann es weitergehen. 3 Kurven, 6 Positionen. Verdammt, es hat sich nichts gebessert zu 2 Kurven. So, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Wäre schon krass, wenn ich jetzt hier, Alter, dir Gas gibt. Ja, ich habe die gleiche Karre wie du. Aber der hat vielleicht was anderes eingestellt. So, komm, 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 komm. Alter, wie... Oh Mann, bremst doch nicht. Da kommt man doch nicht vorbei. Vor allem die nächsten 3, 4 Plätze werden eh spannend, weil die, glaube ich, eine ziemlich gute Beschleunigung haben. Guck mal, ich komme gerade nicht weiter. Sorry, sorry, sorry. Alter, wie der rausfliegt. Wuscher? Wuscher? Alter, 2 Plätze zurück sogar. So, oh, die fliegen ja auch schon fast raus. Genau, gleich wie ich. So, eine Runde, 8 Positionen. Ich denke, in der nächsten Runde werde ich nicht so viel schaffen, weil ich am Anfang ja so viel gemacht habe. Aber jetzt verteilen sie sich alle so ein bisschen. Aber, boah. Ist ein Treppchen noch möglich? Ein Platz auf dem Treppchen? Was denkt ihr? Hier schön immer innen durch. 2 Plätze wieder gut gemacht in 3 Kurven. So. Das war ein bisschen zu viel in... Nein! Der Wiese. Geh du da rein! Geh weg! Mein Platz. Muss ich mir mit aller Gewalt verteidigen. Gibt's ja gar nicht. So, Achtung, nicht, dass er wegrutscht. Ja, aber jetzt hier... Ich sehe wieder keinen Fortschritt, dass ich näher rankomme. Schon mal so eine Sache. Das war vorher hier in dem Abteil auch so, dass ich groß nicht aufhole. Und hier wieder off-track gehe. Alter, ich höre den andauernd. Der hört sich so komisch an. So, nee, ganz komisch. Voll komisch, der Motor von dem.